Ich habe ihr nichts zu sagen. Natürlich würde ich mir wünschen, dass sie die Wahrheit sagen würde. Sie wird es nie tun. Was gibt es da noch zu sagen? Außerdem ist es so, dass ich Elizabeth nicht dafür verantwortlich mache, dass ich ins Gefängnis gegangen bin. Das ist allein meine Schuld. Es war meine Entscheidung, ein falsches Geständnis abzulegen, meine Entscheidung, die Polizei zu belügen. Ich hätte ja die Wahrheit sagen können. Habe ich nicht getan. Ich wollte der Held sein. Ich wollte ihr Leben retten vor der Hinrichtung im elektrischen Stuhl. Das ist nicht ihre Schuld. Das ist meine Schuld. Habe ich irgendeinen Kontakt mit ihr gehabt seit meiner Entlassung? Überhaupt nicht. Ich will auch keinen. Wie gesagt, ich habe ihr nichts zu sagen. Und wenn sie jemals mal die Wahrheit sagen will, kann sie es ja tun. Wird sie aber nicht.